Hallihallo, meine Freunde da vor dem Bildschirm. Willkommen zurück zu Maple Story Uru mit meinem Luminous. Und heute will ich ein bisschen Action zeigen, da ich im letzten Part ja den Luminous vorgestellt habe, also mit seinen Fähigkeiten und Skills. Ich werde das Video nochmal hier verlinken. Wer das nicht gesehen hat, also hier sieht man, wie der Luminous so aufgebaut ist und was er so drauf hat. Und das, was er drauf hat, wollen wir das natürlich auch umsetzen in einen Bosskampf direkt. Dafür machen wir Quick Move, Dimensional Portal und gehen nach Verasend. Hier, Verasend. Diese Vampirstadt. So, hier wären wir. Und jetzt. Hier ist eine sehr lange Questline, die man erstmal durchführen muss. Vielleicht kann ich die auch noch kurz finden. Nicht recommend. Completed. Sollte eigentlich unter Vampire sein oder sowas. Da. Das ist die Questline. Bla 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 bla. Crazy Old Lady. Aber man merkt schon, die ist nicht gerade kurz. Die muss man erstmal durchgehen. Kann ich das machen oder? Nee, ich kann nicht. Okay. Auf jeden Fall ist das hier die Questline, da bis zum Ende. Da. Und dann kann man einen bestimmten Bossgegner sechsmal am Tag fertig machen. Und das ist der Cerberus. Und zudem begebe ich mich mal kurz. Und solange können wir uns ja ein bisschen in den Ort bewundern. Hier, nimm das. Nimm das. Und diesen Cerberus besiege ich nicht wegen Erfahrungspunkten. So, wegen einer anderen Sache. Der Cerberus ist nämlich eine sehr gute Sache, um Mastery Books, also Meisterungsbücher, zu farmen. Und man kann diese Quests ab Level 100 machen. Ist ja ein bisschen schwer, aber man kann es ab da, kann man die Questline beginnen. Und ja. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, diese sechsmal am Tag Cerberus zu jagen. Also sechsmal am Tag kann man dieses Viech besiegen. Hier sind noch mehr Spieler. Irgendwie ist es laut auf meinem Ohr. Aus irgendeinem Grund. So, bisschen leiser gemacht. Und jetzt dauert es nicht mehr lange. Wir sollten gleich da sein. Und man hat ja auch schon gesehen, hier sind einige Leute. Wahrscheinlich machen die gerade die Quest. Oder sind am Trainieren. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein guter Platz für Trainieren. Hier ist auch einer. Der ist gerade irgendwie stehen geblieben. Naja. Lassen wir ihn stehen bleiben. So, da wären wir. Und dafür braucht man eine Party. Party habe ich schon erstellt. Man kann aber alleine rein. Also, ich keine große Sache. Oder? Bin ich bereit? Nee, noch nicht ganz. Es gibt momentan einen Quest, da kann man 50 solcher Windräder sammeln und dann kann man einen Buff rausholen oder einen Order of Chaos. Aber ich hole mir immer einen Buff raus, weil keine Ahnung. Gefällt mir irgendwie mehr. Und dazu komme ich später. Das ist was Neues. Das hier mache ich weg. Das hier mache ich auch weg. Das hier braucht kein Mensch. Hat ihr auch nicht. Nein, mein Buff ist. Das ist Buff-Zeitverschwendung. So. Das hier brauche ich auch nicht. Doch, eigentlich schon, aber egal. Ich lasse es immer weg. Schon wieder schlecht vorbereitet. Ich sollte etwas verkaufen gehen. Was soll's? Ah ja. Hier einmal Extreme Blue. Den kriegt man aus dem Monsterpark Extreme. Und das steigert die Attacke um 20 für 30 Minuten. Die Magieattacke. Und das hier steigert den Striking Speed, also den Attackenviech. Attackenviech, genau. So nennt man das. So, und da ist der Cerberus. Man sieht ihn jetzt gar nicht wegen dem Ding hier.
So. Und man merkt schon, er hat ein bisschen Power. Also die Leiste sinkt nur sehr langsam. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese Quest zu machen. Also wer Meisterungsbücher braucht, sollte hier hingehen. Und ich brauche welche, deswegen gehe ich hier hin. Aber nicht nur für Meisterungsbücher ist dieser Ort gut. Auch die Rüstung habe ich hier gekriegt. Die ist eigentlich gar nicht so schwer zu finden. Fast jedes Monster droppt die hier. Und ja, ist eigentlich nur zu empfehlen. So, jetzt wollen wir natürlich hoffen, dass dieses Equilibrium hier nicht rumbackt. Das macht es nämlich ganz gerne gegen Bossgegner. Und zwar gibt es einen Bug im Luminous, in der Luminous-Klasse, wenn man gegen Gegner kämpft, die einen wie sagt man? Die einen zum Beispiel das hier verpassen können, diese, dass man nicht mehr springen kann, diese Tropfen, diese Wassertropfen. Also, das ist nicht weg, na toll. Da kann man nicht mehr springen und. Aber. Ja, dann buggt der Luminous irgendwie rum und die Anzeige hier verschwindet komplett und man kann nichts mehr damit machen. Also, man kriegt auch keine Vorteile mehr und. So, das ist nicht so geil. Aber es gibt eine Möglichkeit, diesen Bug zu beheben. Falls es dazu kommen sollte, zeige ich euch, wie es aussieht und wie man das macht. Falls nicht, dann irgendwann anders. So. Ich bin ja momentan Level 141, da ist das nicht mehr so ein großes Problem, hier zu besiegen. Ich glaube ich auf Level 100, irgendwas mit 30 angefangen, den fertig zu machen. Also das ging auch schon. Hat halt ein bisschen länger gedauert, aber naja. Wie gesagt, es lohnt sich. So, meine Leitanzeige wird auch langsam voll. Dann switche ich gleich mal zur Dunkelheit und fülle die Dunkelheitanzeige mal. So, dafür mache ich aber auch den Schild an. Den habe ich auch erklärt in dem vorherigen Video, also wer es wissen will, geht da rein. So. Jetzt sind wir im Equilibrium-Modus und so sieht das Ganze aus gegen einen Bossgegner. Das ist extrem geil. Sieht doch heftig aus. So, Hälfte ist weg. Und da wir jetzt im Dark-Modus sind, benutze ich auch jetzt Dark-Attacken. Und wir haben Glück gehabt, das Ding buggt jetzt nicht rum. Weil der Bug halt vorkommt, wenn man halt wechselt. Entschuldigung, ich muss kurz husten. So, da bin ich wieder. Jetzt ist das Ganze nicht mehr live eingesprochen, weil ein Genie hat vergessen, das Mikrofon wieder einzuschalten, nachdem er gehustet hat. Und jetzt kann ich das alles schön nachsynchronisieren und ich weiß auch nicht mehr, worüber ich geredet habe. Also, wir sind jetzt gerade nach dem... Also ich habe gerade vom Equilibrium-Modus geredet, dass ich gerade im Dark-Modus bin. Und jetzt Dark-Attacken verwende halt, weil die halt jetzt stärker sind. Und damit kann ich auch gleichzeitig meine Dark-Anzeige aufrüsten. Man sieht ja, sie wird immer stärker da unten rechts. Und wir gehen langsam die Buffs aus, sehe ich gerade. Ich hoffe, das wird behoben gleich von mir. Ja, ich gehe gerade weg. Buff mich wieder voll. Und ich glaube, mache ich noch einmal Equilibrium-Modus? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich... Ja, ich glaube schon. Nachdem ich das zweite jetzt aufgefüllt habe, werde ich es wahrscheinlich machen. Ich weiß es aber nicht mehr. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Aber ich kann auch gar nicht glauben, dass ich es geschafft habe, das Mikrofon nicht mehr einzuschalten. Oh, schaffe auch nur ich. Naja. Wie dem auch sei, das... Ding ist, ja, jetzt kommt Equilibrium, wir wechseln also von dunkel zu hell. Jetzt kann ich wieder richtig abgehen mit meinem Ender-Attacke. Die richtig overpowered ist. Ich bin jetzt auch mittlerweile 142, also das kann ich jetzt sagen, nachdem ich das jetzt eingespielt habe. Oder das jetzt reinspreche, 142 habe ich heute erreicht. 75% habe ich jetzt und jetzt haben wir ihn fertig gemacht, man sieht schon, Mastery Books sind da.
und auch sehr viele Tränke und Zeugs. Die Kiste ist auch sehr geil. Und ich glaube, jetzt öffne ich die sogar. Ah, das mit den Handschuhen da links, das erkläre ich irgendwann später, falls ich das noch nicht gesagt habe. Das werde ich auf jeden Fall später erklären, was das sollen soll. So, hier haben wir mal Corsair, also nichts für den Luminous. Und hier haben wir nochmal nichts für den Luminous, sondern für den Wild Hunter. Schade, also hat uns das rein gar nichts gebracht. Öffne ich die Kisten auch noch? Nichts. Also hier sage ich gerade, dass das Gegenstände sind, die ganz schön blöd sind, weil die mir halt minus 15 bringen und eigentlich gar nichts bringen, sozusagen. Na, hau mal raus. Ah, erstmal ohne Agi wegwerfen. Okay. Käse auch wegwerfen. Naja, kann man machen. Was hast du vor, Junge? Evasion Full Armor. Da habe ich mich erstmal gefreut, aber da ist mir aufgefallen, ich habe das ja schon. Denn ich suche nach einen kompletten Armor, und zwar fehlen mir noch Gloves und Cape. Man sieht ja rechts. Gehst du mal drauf, Junge? Ja, man sieht da rechts solche Set-Effekte, die sich halt aktivieren, wenn man das Ganze voll hat. Und ich habe halt gerade so ein Set, deswegen rentiert sich das nicht für mich, dass ich mich jetzt umziehe, auch wenn diese Sachen im Einzelnen eigentlich besser sind als die Sachen, die ich jetzt anhabe. Aber gemeinsam sind die Sachen, die ich jetzt anhabe, besser als die Sachen einzeln. Hat das jemand verstanden? Ich glaube nicht. Ja, da zeige ich es nochmal. Ja. Mir fehlen halt Handschuhe und das Cape, um so eine komplette Rüstung zu haben. Und die kriegt man halt aus diesen Kisten da. Die man von. Ja, aus diesen Kisten. Die man halt von dem Cerberus kriegt. Und diese kleinen Flammen bringen nichts. Also nichts mehr, zumindest. Und man kann sie auch nur für ein Meso verkaufen. Und ich glaube, das war's dann auch für diese Aufnahme. Ich verabschiede mich, glaube ich, gleich, oder? Tue ich das? Also sehen wir uns dann in dem nächsten Video. Bis demnächst. Immer schön weiterzocken. Hoffentlich sieht man sich. Und ja, jetzt ist es vorbei. Reingehauen und wiederschauen. Ciao.